Hallo, liebe Kinder. Hallo, liebe Rinder. Oh, juhui, so redet man nicht mit seinem Publikum. Also, liebe Kinder, weil ihr wegen diesem Coronavirus jetzt zu Hause bleiben sollt, werden wir in den nächsten Tagen auf diesem Kanal viele Lieder mit euch Kindern singen. Wir singen Lieder mit euch Rindern. Nein, mit den Kindern, juhui. Aber bevor wir hier loslegen, möchte unser kleiner Babydrache, juhui, wissen, was ein Coronavirus überhaupt ist. Ja, alle reden davon und jetzt möchte ich endlich auch eines. Nein, ich glaube, das möchtest du nicht, denn ein Virus ist etwas ganz Schlimmes. So wie ich. Ich bin auch ein Schlimmer. Na, pass auf, ein Virus ist ein ganz kleines Tier. Juhui, ich bin auch ein ganz kleines Tier. Ja, aber ein Virus, das kann man gar nicht sehen. Uiuiui, ein Virus macht blind? Nein, man kann es nicht sehen, weil es so klein ist. So klein wie eine Katze mit der Tatze? Nein, viel kleiner. So klein wie eine Maus in unserem Haus? Nein, noch kleiner. Wie eine Fliege unter der Stiege? Nein, noch viel kleiner. Wie eine Babyfliege in der Wiege? Noch viel kleiner. Was? Viel kleiner als eine Babyfliege? Ja, und wenn das Virus in den Menschen hineinkommt, dann macht es ihn krank. Uiuiui, das ist aber nicht nett. Nein, das Virus ist wirklich nicht nett. Ich lasse es nicht hinein. Ja, das ist ja das Problem. Da es so klein ist, dass wir es gar nicht sehen können, ist es gar nicht so einfach, das zu verhindern. Was muss ich tun? Also, wenn ein Virus in einem Menschen drin ist... Oder in einem Babydrachen? Ja. Oder in einem Babydrachen drin ist, dann vermehrt es sich. Dann werden es 2 Viren? Nein, mehr. 3? Nein, mehr. Dann werden es 4 Viren. Darum heißt es ja Viren. Nein, es heißt nicht Viren. Man sagt Viren und es werden sogar ein paar Millionen Viren. Brr, grausig. Ja, und wenn man dann krank ist... Muss man husten. Ja, das ist das Problem. Denn beim Husten kommen ein paar von diesen Viren wieder heraus. Die können fliegen, so wie ich? Die sind so leicht, die schweben dann in der Luft und werden dann von anderen Menschen eingeatmet. Ich binde mir einen Schal um den Mund herum. Ja, die sind so klein, dass sie auch durch die Nase kommen. Ich binde mir einen Schal um den Mund und um die Nase herum. Die sind so klein, die können sich sogar durch die Schleimhäute in die Augen, in die Körper hineinschwindeln. Ich binde mir einen Schal um den Mund und um die Nase und um die Augen und um alles herum. Ja, aber wenn jemand niest oder hustet und sich die Hand vorhält und mit dieser Hand dann eine Türklinke berührt... Dann sind die Viren auf der Türklinke. Richtig, du hast es verstanden. Darum soll man in den Ellbogen husten, dann bleibt die Hand sauber. Wenn man in die Hand hustet, Türklinke. Ich mach nie mehr eine Tür auf. Nein, du musst dir nur immer wieder die Hände waschen. Ich muss mir die Pfoten waschen? Ja, das sollte man so regelmäßig machen und sich angewöhnen, so regelmäßig wie Zähne putzen. Juhui, ich werde mir jetzt immer die Zähne waschen und die Pfoten putzen. Ist gut, aber in Wirklichkeit ist es zurzeit auch wichtig, dass man eine Zeit lang einfach ein bisschen weniger Kontakt mit vielen Menschen hat. Oder mit vielen Drachen. Ja, zurzeit bleiben die Menschen besser daheim und warten, bis diese Viren wieder weniger werden und dann verschwinden. Die verschwinden? Naja, wenn sie keine Menschen mehr finden, den sie krank machen können, dann können die nur ganz kurz leben. Die Viren verschwinden, wenn sie keinen Menschen finden. Juhui, du bist ja ein Dichter. Ja, und es stimmt, eine Zeit lang sollten wir nicht unter die Leute gehen. Das ist gut. Ich werde unter meine Oma-Opa-Drachen gehen. Nein, das ist wieder nicht gut. Warum? Naja, du warst doch im Kindergarten. Und vielleicht waren da schon ein paar Viren herum. Hilfe, ich werde krank. Nein, das ist zum Glück nicht sehr oft der Fall. Aber krank wird man manchmal erst nach ein paar Tagen, auch wenn das Virus davor schon da ist. Wenn es schon da ist, werde ich es beißen. Das nützt nichts. Man muss halt für ein paar Tage ins Bett. Wenn es bei dir auch schon da ist, werde ich es bei dir beißen. Nein. Das Gute ist, diese Coronaviren, die tun Kindern meistens gar nicht so viel. Das ist gut.
Augen, ja. Aber wenn diese Kinder husten, kommen die Viren auch heraus. Und dann stecken sie alte Menschen, also alte Drachen an. Und bei denen, da kann die Krankheit ganz, ganz schlimm werden. Also gehe ich nicht zu den Oma-Opa-Drachen. Die sind ja schon alt. Ja. Die sind ja schon uralt. Ja, die sind schon... Die sind ja schon uralt. Ja, die sind schon... Die sind ja schon 1000 Millionen alt. Ja, und daher müssen wir sie schützen. Wir alle bleiben jetzt in Quarantäne. Ist das was zum Essen? Was? Na, diese Quarantäne. Nein, das heißt Quarantäne bedeutet, dass die Menschen daheim bleiben, damit sie nicht andere und auch sich selber nicht bei anderen Menschen anstecken. Ich mache jetzt auch Quarantäne. Quarantäne. Sag ich doch, Quarantäne. Nein, Quarantäne. Ich bleibe jetzt in Quarantäne und wasche mir ganz brav die Zähne. Die Pfoten. Ich wasche mir eben meine Pfoten. Fürs Virus heißt es Eintritt verboten. Genau. Blödes Coronavirus. Ja, genau. Coronavirus ist so dumm, das hau ich mit den Pfoten um. Naja, wie auch immer, wir müssen uns jetzt von den Kindern verabschieden. Coronavirus ist so doof, das jagen wir von unserem Hof. Das hast du sehr schön gereimt, aber jetzt müssen wir... Coronavirus ist gemein, darum schicken wir es lieber heim. Juhui, kannst du jetzt bitte Schluss machen? Wir machen hier jetzt leider Schluss. Coronavirus ist ein Stuss. Juhui, mach jetzt bitte keine Faxen. Ich mache hier jetzt kein Fixi-Faxi. Coronavirus ist ein Taxi. Juhui, sowas sagt man aber überhaupt nicht. Damit ihr es gleich alle wisst, Corona ist ein Riesenmiss. Ja, jetzt reicht's aber. Liebe Kinder, wir werden also, wie gesagt, in den nächsten Tagen hier mit euch gemeinsam Lieder singen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr singt mit. Ich hoffe, ihr macht mit. Zum Beispiel auf YouTube. Auf der Uhu-Tube. Ja, oder auf Facebook. Auf Facebook. Viele Lieder singen wir mit euch. Also, schaltet wieder ein. Juhui, sag auf Wiederschauen. Auf Wiederstauden. Nein, sag bitte richtig. Einen schönen Gruß. Einen schönen Gruß vom linken Fuß. Also, jetzt hören wir auf. Du redest ja nur noch Blödsinn. Coronavirus ist so dumm, das hau ich mit den Pfoten um. Coronavirus ist so doof, das jagen wir von unserem Hof. Ja, Juhui. Ein Fieber wird mir immer heiß. Coronavirus ist ein... Juhui. Das sagt man nicht. Ich wollte sagen, Coronavirus ist ein scheinheiliges Miststück. Ja, gut, Miststück darf man sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, tschüssi, Kitty.